Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. So, ich habe jetzt erstmal, ich war jetzt schnell auf der Tempest, habe die E-Mail gelesen von ihr wegen einem Interview und bin jetzt wieder zurückgeflogen. Das wollte ich euch jetzt ersparen. Mehr habe ich jetzt Sie wirklich sind nicht gemacht. Unversehrt zurück, Sie. Nein, nein, Carrie, professionell. Das Wichtigste zuerst. Tan hat Ihnen ein kleines Geschenk für Ihre positive Botschaft geschickt. Machen Sie das Beste daraus. Wir behandeln heute das vermutlich heikelste Thema für unsere Anführer, die Exilanten. Sie haben die heimtückischen Meuterer in Kadara Port kennengelernt. Nicht wenige halten die Exilanten für eine Bedrohung, die beseitigt werden muss. Oha, richtig, sie sind Feinde. Sie sind keine echte Bedrohung. Ja gut, man könnte sie schon als Bedrohung ansehen. Da hau ich ja wieder die andere in die Pfanne. Ich sage, sie sind keine echte Bedrohung. Sie landen, da fühlen sich dann wieder beleidigt. Komm. Die Exilanten haben ebenso viele Probleme wie die Initiative. Nicht jeder Gesetzlose will unseren Tod. Wow. Es grenzt beinahe an Ketzerei, die Exilanten als etwas anderes darzustellen als dreckige... Nun ja, Exilanten eben. Ich wünschte, ich könnte das hier verlängern, aber... Ich habe ein Treffen. Tut mir leid. Anscheinend möchten sich einige Kolonisten über die Sendung unterhalten. Vielleicht sind sie ja sogar bereit, vor die Kamera zu treten. Ob wir die Mission jetzt fertig kriegen? Lasse das, gibt's kein E-Mail-Port hier auf der Nexus? Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Ja, das werde ich auch jedes Mal gefragt, wenn ich hier auf die Nexus... Ja, komm mal, auf die Tempest. Gehen wir mal kurz bei. Die Torianer setzen also die Genophage frei und vernichten... Oh, hey. Selber hey. Ich muss Sie etwas fragen. Schießen Sie los. Denken Sie, Sie werden Kinder bekommen, wenn dieser ganze Irrsinn vorüber ist? Wieso beschäftigt sie das? Jill, meine Freundin, von der ich Ihnen erzählt habe, als ich sie beim Pokern vernichtet habe, sie leitet das erste Repopulationsprogramm der Initiative in Prodromos. Und sie redet von nichts anderem mehr. Das hat mich nachdenklich gemacht. Letzten Endes geht es bei dieser ganzen Sache, bei der Andromeda-Initiative, doch im Grunde darum, dass wir uns vermehren. Und für diese Erkenntnis haben Sie so lange gebraucht? Ich sagte doch, ich habe das alles nicht wirklich durchdacht. Aber wenn wir nicht überleben, hat im Grunde nichts von dem, was wir hier tun, eine Bedeutung. Ja, Jill hat recht. Wir sollten möglichst bald damit anfangen, Kinder in die Welt zu setzen. Definitiv. Wer hätte gedacht, dass diese ganze Geschichte letztendlich nur eine bessere Partnervermittlung ist? Ach, der biologische Imperativ ist irgendwie scheiße. Es gibt andere Möglichkeiten der Fortpflanzung. Man braucht dafür nicht unbedingt eine Liebesbeziehung. Ja, ich schätze, ich könnte vielleicht DNA spenden. Oder wie auch immer das läuft. Sie wissen doch, wie ich bin. Ich tue, was auch immer mir mein Bauchgefühl gerade sagt. Und blicke nicht zurück. Meiner Mutter zufolge war mein Vater genauso. Keine Ahnung, ob das stimmt. Sein Bauchgefühl hat ihn schon vor meiner Geburt dazu gebracht, weiterzuziehen. Das wusste ich nicht. Es muss schwer für sie gewesen sein. Hey, letzten Endes ist alles gut ausgegangen. Er hat seinen Teil geleistet und mich in die Welt gesetzt. Vielleicht genügt das ja schon. Danke, Ryder. Es hat gut getan, darüber zu reden.
So. Oh, wie geht's überhaupt mein Haustier? Ist es jetzt vorbei mit den Interviews? Hallo Scott. Kedera Port hat Fragen für die Zukunft aufgeworfen. Welche Fragen? Wenn wir in Andromeda Erfolg haben, werden wir mehr KIs erschaffen. Wir sind alle Individuen. Einige könnten illegale Handlungen begehen. Aber wenn KIs Bürger sind, muss es auch für uns Gesetze und Strafen geben. Ich frage mich, wie die wohl aussehen werden. Wie hat Dad das mit mir und Sarah beurteilt? Er hat geglaubt, dass die Familienkrisen sie näher zusammengebracht haben und hat gehofft, das würde so bleiben. Anscheinend war diese Hoffnung wohl begründet. Danke, Sam. Das genügt. Okay. Gucken wir doch mal. Oh, wenn es so weitergeht, gell, wären wir hier nie fertig. Meine gut, ich könnte einfach stur die Hauptquest durchziehen und ja, aber ich weiß nicht, da verpasst man irgendwie halt so ein Typ alles. So ein bisschen erkunden, machen, halten. Können wir aber die andere Mission dann auch schon machen, weil wir haben ja noch mal eine auf der Wahl. Dann können wir die gleich mitmachen.
Wir treten in die Atmosphäre ein. Landezone in Sicht. Ende. Cluster-Analyse allein verrät. Pathfinder Ryder, Dr. Tassana Ryler, Xenobotanikerin für die Initiative. Und das ist mein Kollege, Dr. Erich Baumgarten. Xenogenetik. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich kann verstehen, warum Sie auf Haval sind. Es gibt hier viel Arbeit für Sie. Korrekt. Man kann bei jedem Schritt auf eine neue Lebensform stoßen. Darum treten wir auch besonders vorsichtig auf. Ihr Bericht über die beschleunigte Evolution und das rasche Wachstum der Natur hier hat unser Interesse geweckt. Wir analysieren alles, was wir finden, um zu ermitteln, wie wir diesen Effekt bei unseren eigenen Pflanzen reproduzieren können. Dafür gäbe es interessante Anwendungen, falls man den Prozess kontrollieren kann. Aha, Sie verstehen das letztliche Ziel. Wenn wir das Wachstum von Pflanzen und Tieren so anregen können, dass es keine destruktiven Folgen hat, wäre damit der Hunger besiegt. Das würde für die Initiative alles verändern. Unsere Kolonien würden praktisch über Nacht gedeihen. Seit Sie das Gewölbe repariert haben, kehrt langsam wieder Normalität ein. Aber zu schnell für uns. Die beschleunigten Lebensformen, die Sie untersuchen wollen, sterben ab. Sie verfallen. Wir überschlagen uns förmlich, um alles zu scannen und zu katalogisieren, bevor es weg ist. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Zeigen Sie mir die Lebensformen, die Sie brauchen. Ich erledige den Rest. Alles, was jenseits seines Basiswachstumszyklus mutiert ist, unterstützt unsere Arbeit. Ich gebe Ihnen die vielversprechendsten genetischen Marker für Ihre Scans. Danke für jede Hilfe, die Sie leisten können, Pathfinder. Kommen Sie wieder hierher, wenn Sie fertig sind. Eine neue Mission. Kieran sagt, Haval hätte nur noch einen Zyklus gehalten. Allerhöchstens zwei. Waren die Prognosen wirklich so schlecht? Pathfinder Ryder hat es geschafft. Oder? Wir standen so kurz davor, alles zu verlieren. Eine Pflanze hat mein privates Shuttle in Stücke gerissen. Ich hätte drin sein können. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme. Die Berichte werden dieser Welt nicht gerecht.
Sie ist traumhaft. Direktor Addison, ich nehme an, Sie haben Bedenken, weil wir keinen vollständigen Außenposten errichtet haben. Ehrlich gesagt bin ich beeindruckt, dass Sie bei der Landung nicht von irgendwelchen Ranken verschlungen wurden. Angesichts der Bedeutung dieses Planeten für die Angara ist es absolut angemessen, dass wir Sie zwar unterstützen, aber keinen Außenposten errichten. Und die Stabilität, für die Sie gesorgt haben, Aya hat sich dafür bei mir bedankt. Ich glaube, das hat in Andromeda bisher noch niemand gemacht. Nach den Cat und dem, was sie von den Exilanten gesehen haben, mussten wir uns den Angara von unserer besten Seite zeigen. Was in der Vergangenheit leider viel zu selten der Fall war. Aber wer weiß, vielleicht steht Pathfinder ja wirklich für das Beste an uns. Das hier ist der letzte Pathfinder. Der letzte goldene Fehlschlag, von dem wir dachten, wir hätten ihn verloren. Sie haben es geschafft. Diese Entwicklung gibt Anlass zur Hoffnung. Und das ist vielen Leuten bewusst. Was ich jetzt noch brauche, ist Ihr Kommentar. Etwas anstelle einer Außenpostenflagge, worüber Sie nachdenken können. Wir sind noch hier und leisten weiterhin wichtige Arbeit. Dann sagen Sie ihnen das. Das hier ist Haval. Ich habe keinen Außenposten gefunden, sondern die Angara. Und einen Teil dessen gesehen, wer sie sind. Wir können hier gerne helfen. Aber der Planet gehört nicht uns. Er gehört uns allen. Ich denke, das macht den ganzen Cluster mehr zu einem Zuhause. Ihr Statement wurde festgehalten, Pathfinder. Addison, Ende. %98 haben wir geschafft. Okay. Ja, dann arbeiten wir uns mal vor, oder? Ich musste gerade niesen. Ah.
Forscher der Initiative könnten Scans für mutierte Tiere und Pflanzen in der Nähe bestimmt gebrauchen. Pathfinder. Die Lebensformen in diesem Bereich weisen Marker für beschleunigtes Wachstum auf. Aber die haben wir doch jetzt schon gescannt, oder? Ja. Pathfinder, Thorgir, die Einzelnerin, die den Kämpf gemeinsam mit Axel entkommen ist, lebt in dieser Nähe. Wir würden ihr weniger Angst einjagen, wenn Jol bei uns wäre. Ich wechsle jetzt aber nicht wieder zurück. Tut mir leid, also. Chat! Und ich dachte schon, die Sache wird stinklangweilig. Rokar, Sie sind im Kampf gestorben. Ja, so können sie wenigstens nicht auf uns schießen. Kommen Sie nicht näher. Thaldir, ich habe nicht vor, Ihnen etwas anzutun. Sie mich nicht an. Sie brauchen medizinische Versorgung. Für mich kommt jede Hilfe zu spät. Dafür habe ich gesorgt. Sie haben sich das selbst angetan? Die Kette. Ich kann nicht wieder dorthin. Niemals. Versuchen Sie ruhig zu bleiben. Je mehr Sie sich anstrengen, desto schlimmer werden die Schmerzen. Ich bin noch nie zuvor einem Menschen begegnet. Sie sind ganz anders, als er sie beschrieben hat. Sie meinen Axul? Er hat mich gerettet. Er gab mir die Chance, nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben und zu sterben. Ich muss ihn finden. Ich wollte ihn noch einmal sehen. Sie ist tot. Sie war ihm bis zuletzt treu ergeben. Wir sollten Jarl informieren. Jarl. Thaldir wurde von einem Stoßtrupp der Kett angegriffen. Sie hat sich das Leben genommen, um nicht erneut in ihre Gewalt zu geraten.
Es tut mir leid. Die Cats sollen verdammt sein. Die einzige andere Person, die Aksu noch erreichen könnte. Das ist die Moschei. Ich hatte gehofft, könnten sie aus der Sache raushalten. Wenn es um Aksu geht, hat sie schon immer die Augen vor der Wahrheit verschlossen. So muss das auch für die alten Angara gewesen sein, als sie in der Wildnis merkwürdige Dinge gefunden haben. Möglicherweise entdecken wir durch ihren Fund etwas Neues. Wir sollten ihn zur weiteren Analyse mitnehmen. Die Fehlfunktion des Gewölbes hat diesen Bereich beeinflusst. Ich empfehle Scans auf beschleunigtes Wachstum. Kampfbereit machen! So, wo haben wir den letzten? Da drüben. Ah, jetzt einfach mal eine Schnellreise. Freunde!
Diese Angara hatten nicht nur Waffen dabei, sondern auch Forschungstech, Daten. Pets, finden wir heraus, warum. Die Roka haben die mutierten Tiere und Pflanzen ebenfalls studiert. Sie wollen sie gegen uns einsetzen. Das Datenpad erwähnt ein Lager. Ich aktualisiere die vorhandenen Daten. Die Missionsparameter haben sich geändert. Ja, wo soll das Lager sein? Ah. Oh. Ich noch gar nicht. Thank you.
Sam, was holst du daraus? Ich analysiere noch. Die Rokar waren vor allem an Mutationen interessiert, die eine natürliche Umwelt vergiften. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was gewalttätige Xenophobiker damit anfangen wollten. Wie lauten Ihre Befehle für diese Daten, Pathfinder? Lade eine Kopie herunter und lösche dann alles auf dem Rokar-Computer. Verstanden. Kopie erstellt. Löschen der Rokar-Dateien abgeschlossen. Schließen wir die Sache ab und kehren wir zurück zu unseren Forschern. So, wir haben aber hier unten noch eine Mission. Pathfinder, das hier scheint angaranisch zu sein und sehr alt. So, wir können ja vielleicht hier Ha!
So. Was bringen Sie uns, Pathfinder? Ich wurde von Roka überfallen. Sie haben schädliche Mutationen untersucht. In der Hoffnung, sie gegen uns einzusetzen. Hoffentlich haben Sie Ihrem Treiben ein Ende gesetzt. Haben Sie Ihre Daten? Dürfen wir sie sehen? Ich habe die Dateien kopiert, bevor ich alles auf dem Roka-Computer gelöscht habe. Ich sende sie Ihnen. Sie könnten uns zumindest bei der Verteidigung gegen künftige Angriffe helfen. Ich habe alle mutierten Tiere und Pflanzen gescannt, die ich finden konnte. Hoffentlich nutzt das Ihrer Forschung. Wir werden beschäftigt sein, bis wir umfallen, was? Danke für alles, Pathfinder. Wir beginnen sofort mit der Arbeit. Okay. Okay, Freunde, dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich springe schon mal in die Tempest rein. Das sollte es ja hier auf Hawaii gewesen sein, oder? Irgendwas übersehen? Oh nee, oder? Hier gibt es nur noch hier. Erinnerung. Okay. So. Dann gehen wir erstmal wieder auf die Tempest. Verlassen erstmal den Planeten. Hier gibt es nur noch einen Erinnerungsauslöser. Da habe ich schon mal einen Planeten. So weit fertig. Es sei denn, es kommt noch eine Mission. Aber ich glaub's nicht. Also, weiß nicht, was jetzt hier noch. Mission. Ich hoffe, das war's erstmal mit dabei. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.